habe damals auch immer mitgefeiert. Ich war nicht nur Fotograf, der im Grunde dahin gegangen ist und ein Bild gemacht hat, sondern ich habe gefeiert, habe das Bild gemacht und habe dann weiter gefeiert. Und wenn man damals ausgegangen ist, sagen wir mal am Donnerstag, ja, dann wusste man erstens nicht, wie lange es dauert, ne? Was man auch nicht genau wusste, ist, ob man zu sich selber nach Hause kommt oder vielleicht woanders. Und in welchem Zustand wusste man auch nicht. Szene. Und das ist ganz wichtig, weil sie oft die einzigen Personen waren, die im Einverständnis mit den Clubbetreibern oder weil sie selber die Clubbetreiber waren, Fotos machen durften. Ich habe als Barkeeper in der ständigen Vertretung im Tacheles im Keller gearbeitet und da stand keine Fotos und da habe ich mich interessanterweise selber dran gehalten, wie stimmt blöd, oder? Das habe ich dann beim Eimer nicht mehr gemacht, da habe ich dann tatsächlich ab und zu fotografiert. Hier zum Beispiel auch nochmal der Bunker. Aber auch ein Bild, das irgendwie auch auf unserer ersten Seite im Buch ist, wo es quasi auch um dieses Begegnen von Körpern geht. Es wird endlich verstanden, was wir damals gemacht haben. Wir waren die Wegbereiter für das, was im Grunde heute allgemein in Techno, das große Ding kommt aus Berlin. Berlin ist sozusagen die Stadt. Und das ist die würdige Huldigung unserer Arbeit.